Servus Leute, hier ist wieder Boompa und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Ja, weiter geht's mit den nächsten zwei Folgen. Man, musst du mich eigentlich immer über unterbrechen? Jetzt unterbreche ich dich auch mal. Und der Typ hat irgendeinen Wahlkampf, falls ihr es hören wolltet. Geht's jetzt schon wieder mit den Bullen los, ey? Oh Mann. Das ist ja wie bei ist genau wie bei Need for Speed irgendwie. Die Bullen geben dem Ganzen ein bisschen Würze, aber sind manchmal einfach so gottverdammt nervig. Muss ich da auch überhaupt hin? Egal, ich lege ihn mal runter. So. Jetzt mal weg. Ich muss tatsächlich mal runter. Wie es aussieht. Jetzt da auch eine nicht so steile Variante? Oder muss ich da jetzt... Ah ja, genau. Danach habe ich gesucht. Ich muss tatsächlich mal hier unten rumlaufen. Hört mich. Ein wenig. In den Bereichen 3 und 4 müsste es einen Weg auf die Überführung geben. Okay. Verkehr haben sie ein bisschen vergessen. Wieso kann ich mir nicht so ein Auto schnappen, Mann? Das wäre doch jetzt geil. So ein Auto und dann komplett da durchpreschen. Ja, das war sehr schlau. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr Kopf. Tschüss. Wie geht's jetzt, Stallung? Ja, so geht's da lauf. Ba, 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 ba. Toll. Ja, ich muss auch in die ganz andere Richtung. Das wäre gar nicht mal so falsch. Da auch hinzulaufen. Ah. Hier. Das ist schon eher der Weg. Ich glaube, ich gehe mal lieber da lang. Der geht's nämlich. Leck mich! Au! Alter Schwede, ey. Genug? Da, zu den Gleisen. So, und jetzt? Auf Gleis 4 runter zur nächsten Zugangstreppe. In deiner Nähe müsste es eine Gasse geben. Da solltest du wieder hoch auf die Dächer kommen. Ja, klar, mal wieder mit dem Heli. Da kommt ein Zug. Und runter durch die Tür und auf Wiedersehen. Ich hätte zwar eigentlich auf die Dächer müssen, glaube ich, aber naja, da sind die roten Türen. Alter, drei Türen hintereinander zerschlagen, auch nicht schlecht. Oh oh. Oh oh. Drücke Knopf, aber flott. Hoch! Schnell! Oh Gott. So, ich wette jetzt, gleich macht's irgendwie bum 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 und der Aufzug ist stecken geblieben. Oder die stehen direkt vor dem Aufzug. Ich stehe schon bereit. Ah, nice. Das ist in der Tat nice. So, hoch! Und jetzt kommen sie gleich wieder mit den Helis. Das wäre mal wieder nur allzu typisch. Sicher? Ja, ich muss da lang. Genau, weil hier ist nämlich schon was wieder Rotes. Jawohl! Schön gefallen. Einfach schön. Hätte mich auch gewundert, wenn ich in einer Folge mal kein einziges Mal gestorben wäre. Hätte mich so gottverdammt gewundert. So. Weiter geht's. Ich springe hier einfach drüber. Statt kompliziert wieder da auf diese Kästen hoch. Oh ja! So. Ja, abrollen ging schief. Also lass ich mir lieber wehtun. Da hoch und da ist eine Stange. Die kann ich hochklettern. Frage ist, wie weit die hochgeht.
Ja, nicht gar so weit. Die Frage ist bloß, wo dann lang? Hier lang. Hoch mit dir. Ich will da jetzt laufen. Koffer in der Nähe. Koffer in der Nähe. Wo ist der Koffer? Koffer, 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 Koffer. Da ist der Koffer. Auf die Art und Weise kann ich zumindest immer einen Koffer pro Level. Ungefähr. Toll. Und selbst das kriege ich eigentlich nicht wirklich hin. Wo geht's lang? Da geht's lang. Bam, 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 bam. Oh ja. Das tat weh. Glaube ich. Oh shit. Fotze! Nein, nein, nein! Ich muss in Deckung. Ja, komm, komm doch nur, komm nur. Alter, da oben ist auch noch einer. Alter! Ich brauch diese... Tschüss! Puh! Darüber? Also wie der Tipp ist mir befiehlt? Nee. Doch. Hierhin. Da hoch. Boah, Leute, jetzt hat ihr aber gerade echt ordentlich Anspannung. Und runter durch die Tür. Lass mich raten. Ja, das Einkaufszentrum ist nur noch ein paar Blocks von hier. Genau. Ich darf mal wieder durch den Aufzugsschacht mich hangeln. Aktuell gibt's sehr viele Aufzüge, wie es aussieht. Da geht's nicht lang, da geht's lang. So, gleich mal weiterlaufen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es hier lang geht. Wow. Ja, hier geht's lang. Wobei? Nein, geht's nicht. Doch. Ja, also. Wah! Erstmal schön verletzen. So sieht's nämlich aus. Bam, 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 bam. Also ich glaube, Länge, wie wir hier inzwischen hochkraxeln, könnten wir ja fast schon eine ganze Lebensgeschichte erzählen. Beziehungsweise parallel eine Biografie von mir schreiben. Ich glaube, die ist ja auch noch nicht gar so lang. Du bist fast da, Fee. So. Hoppa! Und abrollen. Fein hast du es gemacht. Nein! Ich bin so klug, Kai Luca. Nein! Nein, ich hätte es doch fast geschafft, Mann! Mann! Nein! Ich werd gleich wahnsinnig, ey! Geht doch. So. Und jetzt? Anlauf. Und rüber! Muss ich da etwa nicht hin? Ja doch. Irgendwie ja schon. Hui, 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 hui. Das war bislang mein bester Versuch, darüber zu kommen. Und das trumpft's ja fast nochmal. So, endlich. Jetzt nochmal. Wie kann ich es schaffen, da jetzt nicht runterzufallen? Mit einem schönen Moonwalk hinter. So. Das war nicht steil genug. Jetzt bin ich gar nicht gesprungen. Auch nicht schlecht.
Jetzt falle ich gleich mal runter. Die Versuche werden immer besser, aber ich muss dahin. Leute. Ey, das ist auf Dauer ganz schön nervend. So, ich überlege gerade, welche Folge das hier eigentlich ist. Also, wir haben heute Freitag. Das ist heute Folge 5, die ich aufnehme. Das heißt, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Jo. Genau. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Wenn ich richtig ausgerechnet habe. Wenn das die Mittwochsfolge ist, dann sage ich nur Happy Birthday to me. Trotzdem schaffe ich es einfach nicht. Trotzdem. Ich krieg kein Geburtstagsgeschenk. Naja, eigentlich, das wäre dann vorzeitig. Und deswegen geht ich ja auch nicht. Ah! Moment. Da habe ich was unten. Achso, ja, nee. Hey. Ich versuche mal was anderes. Was ein bisschen originelleres. Wie wär's denn mit dieser Variante? Ach, das ist einfach ein Abfuck. Es hat tatsächlich funktioniert. Willst du mich verarschen? Ich habe alles versaut, was ich hätte versauen können, und es hat funktioniert. Oh meine Fresse, ey. Ich werde doch wahnsinnig. Hüppa! Und hoch, 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 hoch. Geht doch. Wie gesagt, man könnte in der Zeit vom Klettern her eine Biografie schreiben. Nein, lass mich doch in Ruhe. Ja, komm, 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 komm. Wow. Nein! Ich hätte noch schießen müssen. Nur noch schießen. Bewegung, Bewegung! Nix Bewegung, Bewegung! Als Maul! So, die Leiche fliegt. Und der Heli brummt mir in den Schädel. Sie haben die. Und Schluss. Nix, los, los, los. Maul, Maul, Maul. Aua. Schläge auf den Hinterkopf. Da sagt man zwar, es fördert das Denkvermögen, aber es tut weh. Gott verdammt. So. Alle. Hopp. What a move, bitch! Und rein in das Seil. Sie haben sich verzogen. Jetzt müsstest du reinkommen, ohne beschossen zu werden. Ja, wenn ich auch wirklich auf der richtigen Route bin. Haha! Jetzt läuft's doch hier! Und spring! Ein weiterer Koffer. Koffer, 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 Koffer. Koffer. War es kein Koffer? Dann müsste ich da hoch, glaube ich. Nein, nix. Doch, Koffer. Nein! Nein. Schon mein zweiter Koffer dieses Level. Jetzt drehe ich aber auf hier. Ich benutze Mr. Tronic als Sprungbrett. So, jetzt muss ich da weiter hoch. Habe ich recht? Gut. Und jetzt springen! Und roll dich ab. Fein. Ja, so geht's auch. Auf einmal alles in Schwarz? Ja, fast richtig. In Gelb auch. Jetzt aber.
In verschiedenen Farben schlagartig. Nicht schlecht. Und vor allem jetzt geht's mal runter. Mhm. Bislang sind wir eigentlich immer hoch. Jetzt geht's mal runter. Warum auch nicht? Darf ich jetzt... Ah. Ja, ich musste ja auch bis in den Keller runter. Kein Wunder, warum das so lange gedauert hat. Okay, und wissen wir jetzt? Nee. Was? Ich muss da lang? Okay. Nee, muss ich nicht. Doch, muss ich wohl. Ja, da oben rein. Ah, und das soll ich als Sprungbrett benutzen. Genau. Warum denn nicht gleich so? Ha, ich sehe den dritten Koffer. Ich sehe den dritten Koffer. Ich habe alle drei Koffer in einem Level geschafft. Yes. Dann ist das Level ja nicht mehr so lang. So, und jetzt bin ich hier drin. Gut, weiter. Du sollst gefälligst offen bleiben und mich nicht wieder zurückschieben, Mann. Okay, bin noch richtig. Roadburn wollte seinen kleinen Freund im Atrium treffen, oder? Nun, das sollte direkt vor dir liegen. Oh, jetzt dürfen wir dem Mörder hinterherlaufen. Oh oh! The fuck! Das ging flott. Und wo muss ich jetzt lang? LOL. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich da ernsthaft da lang muss. Bis dahin bin ich doch tot. Sag ich doch. Bis ich da angekommen bin, bin ich tot. Bewegung, Bewegung. LOL. Vor allem, sie schießen gar nicht mal mehr. Jetzt, ey, das hätte ich niemals ohne die Tippfunktion herausgefunden, Mann. Aber nie. Tut mir leid, aber über Funk kam nichts darüber. Ist es jetzt der fucking Ernst? Ich bin richtig gut. Instinktiv. Das sagst du mir jetzt? Du bist so ein Genie! Vor allem klettere. Ich kann ja auch einfach die Treppen benutzen. Wie wär's damit? Und da schön an den Töpfen hängen bleiben. Du musst aufs Dach fällen. Ja, ich muss aufs Dach. Das ist schön. Lenk mich mal in die richtige Richtung. So, wie komme ich hier aufs Dach? Hier rum. Schlecht. Weiter aus dem Einkaufszentrum gibt es Tragwerke und Wartungsbereiche. So sollte ich hier wegkommen. Da hoch. Da ist der Gang. Bewegung, Bewegung. Oh, nice. Zum Glück. Jetzt darf ich bloß nicht runterfallen oder erschossen werden. Ja, die Schüsse kamen. Aber runtergefallen bin ich nicht. Und erschossen worden bin ich eigentlich auch nicht richtig. Hat Wolfgang dich reingelegt? Geht doch. So. Ja, wir müssen da hoch. Noch höher, Faith. Ja, ach nee, Sachen.
Deswegen versuche ich ja da hochzukommen. Du könntest doch einfach sagen, geh. Achso, ja, nee, kann er ja nicht. Beziehungsweise, woher weiß er eigentlich, dass ich noch höher muss? Mein Gott. Hallo? Sektor 12, keine Spur von dir. So, jetzt muss ich warten, bis er aus ist, weil sonst werden wir immer noch zu Hackfleisch verarbeitet. So. Wo bin ich jetzt? Richtig. Okay. Ich bin hier gottverdammt falsch. Oder? Mies die Gacke. Ah, nee, da. Da ist eine Tür. Alles ruhig hier oben. Das ist sie! Oh, shit, ey. Die haben ein Maschinengewehr. Leck mich, du scheiß Arschloch, ey. So. Pistol raus. Wo sind die Gegner? Die haben Maschinengewehre. Aber mit einer Pistole kann man noch rumlaufen. Nice. Eieieiei, ey. Bin ich hier noch? Nein, ich muss da raus. Geil. Nicht dein Ernst, ich muss da hoch. Alter. Das wäre jetzt Sniper-Duell gewesen, wenn ich mich nicht so blöd angestellt hätte. Okay, gut. Ja, so weit bin ich gekommen. Sehr weit. Sie ist es. Oh, Shitface. Die haben ein Maschinengewehr. Fick dich. Stirb, du hässlicher Arsch. Leer. Neu schnappen. Weiter schießen. Ja, er ist tot. Jawohl. So muss das. Drake meinte, es gibt auf der anderen Seite des Atriums einen Ausgang. Du musst einen Weg darüber suchen. Sag mir nicht immer, was ich zu tun habe. Ich meine, ich habe es auch nicht getan. Was du mir befohlen hast. So, genug Platz. Ja, jetzt muss ich irgendwie mich darüber hangeln. Und dann neu Schwung nehmen, weil wir sind definitiv nicht mittig. So. Bewegung, Bewegung. Oh, scheiße. Nein. Boah, leck mich am Arsch, Mann. Das war ja knapp. Hui. Okay. Gut, soweit alles gut. Die Treppe nach oben. Hände schwitzen so langsam, das ist nervig. Und jetzt? Noch eine letzte Tür, da solltest du raus sein. Ja, und die ist hier. Ja, da! Tür! Draußen! Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Sehr schön. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Kapitel, der die Folge beendet. Nice. Hey Faithy, nett, dass du mal vorbeischaust. Ja, servus. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropern ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir dann nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops.
Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy, ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Roburn ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche, am Leben zu bleiben. Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Cool. Definitiv eine Möglichkeit. Aber wehe, da kommt ein Panzerwagen vorbei. Dann bin ich weg. Dann ist das Let's Play beendet, ey. Nun gut, dann... Ja, war es das auch wieder von diesem Zweiteiler? Beziehungsweise nein, dieses Mal ist es sogar eine Folge. Weil es lohnt sich einfach gottverdammt nochmal nicht, wenn es nicht über eine halbe Stunde ist. Deswegen lasse ich das dieses Mal bei einer Folge. Und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge oder bis einfach zum nächsten Part von Let's Play Mirror's Edge.